Wer kennt's nicht? Ganz oft seid ihr in der Situation, ihr habt einen Gegner vor euch, der ist gedownt, der hält sein Knockdown-Schild vor sich und ihr wollt diesen Gegner platt machen, aus dem Spiel nehmen, die nötigen Punkte mitnehmen, falls ihr vielleicht Ranked zockt. Aber manchmal ist es so, dass der Gegner natürlich mit dem Knockdown-Schild gut umgeht und ihr braucht einfach zu lange. Der Gegner ruft seine Teammates und ihr geht bei dem Versuch, ihn zu töten, selber drauf, weil ihr einfach zu lange braucht. Es gibt einen simplen Tipp und den lege ich euch ans Herz. Benutzt einfach eine Thermitgranate. Zielt die ein Stück weit neben ihn, weil manchmal kommt es vor, das klappt nicht immer. Wenn ich die jetzt direkt ihm vor das Knockdown-Schild haue, kann es passieren, dass die Thermitgranate zu weit abprallt. In dem Fall hat es jetzt aber funktioniert und der Gegner ist tot. Ich versuche das jetzt einfach nochmal zu simulieren oder ich zeige euch einfach mal, wie ihr am besten die Thermitgranate eigentlich schmeißen solltet. Moment, ich halte jetzt nochmal das Knockdown-Schild und jetzt setze ich hier einfach die Thermitgranate ein bisschen an die Seite und dann geht der Strahl immer parallel zu euch im 90 Grad Winkel von euch weg und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr den Gegner findet. Haut einfach ein, zwei Granaten drauf und rennt dann zum nächsten Gegner und ihr könnt safe mit einem Kill rechnen.